Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Amayado Bus Stop. Wir sind jetzt hier also in der Kanalisation gelandet. Hoffentlich finden wir einen Weg. He knows, das fängt ja gut an. Dieser Schrei, war das etwa von diesem Falken? Was sollen wir tun? Wir müssen uns irgendwo verstecken. Da drin! Oder? Oh, da ist jetzt ein Schalter. Hä, war hier vorher schon ein Schalter, ein Hebel? Ist etwas geschehen, frage ich mich. Ja, das frage ich mich auch. Das speichere ich doch direkt nochmal. Und dann gehen wir nochmal durch. Oh, okay, ich glaube, wir haben diese... Okay. Das Geräusch hat aufgehört. Dieser Schrei gerade eben. Könnte es sein... Was ist los, Shitose? Ach, nichts. Hab nur ich das gehört, also nur Shitose? Viel wichtiger ist doch, was zur Hölle ist da draußen passiert, frage ich mich. Ich weiß es nicht. Aber es ist immer noch gefährlich da draußen. Lass uns vorerst hier drin verstecken. Ach, trotzdem, was zur Hölle ist das hier für ein Raum? Irgendwie ein Geheimraum von jemandem? Ja, sieht ein bisschen so aus. Oh, ein verschlossenes Buch. Ja, das kriegen wir natürlich noch nicht auf. Oh, verflixt, ich muss husten. Einen Moment bitte. So. Ich hoffe, ich habe dran gedacht, es rauszuschneiden. Wenn nicht, habt ihr halt jetzt einen Husten gehört. So. Okay, keine besonders auffälligen Dokumente. Ah, mal wieder eine Zeitung von vor 20 Jahren. Vom 20. Januar. Letztes Jahr im Oktober verbreitete sich ein seltsames Gerücht über eine weibliche Schülerin der Third Middle School. Man sagt sich, oder man dieses Gerücht besagt, dass eine weibliche Schülerin an einer Bushaltestelle in der Stadt erschien. Eine frühere Klassenkameradin rief nach ihr, Susunari-san, da erschrak sie und rannte fort. Außerdem gab es einige andere Schüler, die sagen, dass sie Susunari Kobato-chan an der Bushaltestelle gesehen haben. Dieser Zwischenfall hat für viel Aufsehen im Bereich des Okkulten gesorgt, aber ja, eine Untersuchung bezüglich der Wahrheit hinter diesem Zwischenfall wird erwartet. Nein, kann nicht sein, Kobato-chan. Aber wieso ist Kobato-chans Name in einer alten Zeitung wie dieser? Und außerdem, Kobato-chan ist doch momentan am Leben und sie war die ganze Zeit bei uns. Bestimmt ist es nur ein Zufall, dass sie denselben Namen haben und überhaupt keine Beziehung zueinander haben. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Okay, das ist einfach nochmal das Gleiche. Ich gucke hier halt noch. Was? Was war denn da jetzt? Doch noch was Interessantes? Ah, okay, in einer Lücke zwischen den Dokumenten habe ich etwas Interessantes entdeckt. Ein Schlüssel! Kleinen Schlüssel erhalten. Na, dann ist ja... Ach so, ist ja nicht von hier aus, sondern... Kleiner Schlüssel. Das Buch haben wir jetzt aufgesperrt. Das Leben im Nachleben. Oder das Nachleben. Zweiter Band. In einer gewissen Region sagt man, dass es einen Falken gibt, der die Sprache der Menschen spricht. Und er wurde begraben als Retter dieses Dorfes. Eines Dorfes. In dieser Region gibt es die Tradition, dass man die Seelen der Verstorbenen zum Ort des Begräbnisses dieses Falken leitet, damit sie ihren Frieden finden können. Scheinbar gibt es einen Weg zu diesem Begräbnisort, um zu verhindern, dass die Verstorbenen sich verlaufen. Aber es heißt, dass die Nachfahren der Dorfbewohner niemals mit jemandem über diesen Weg sprechen dürfen. Ah! Oh! Das ist übel, wir sind gefangen. Uff, keine Ahnung, ich versuch's mal mit Kobato-chan, okay? Diese Stimme, könntest du das sein, Kobato-chan? Wo bist du, Kobato-chan? Kobato-chan, wieso tust du uns das an? Ich möchte nicht mit dir reden. Alles, was du tun musst, Shitose, ist einfach still zu sein, während du von mir getötet wirst. Dieses Messer, das ist gefährlich, dass du so etwas in der Hand hältst. Oh, das ist übel. Renn weg, Shitose. Ja.
Oh nein! Hey, Shidose, halte durch! Akane-san, ich bin nicht in der Lage, weiterzumachen. Ach, wie erbärmlich. Sie atmet immer noch, nicht wahr? Dann werde ich dir den Gefallen tun und dich direkt jetzt töten. Hör auf! Kobato-chan, hör auf damit! Kobato-chan, du bist so mysteriös, ich verstehe nicht, was du denkst. Aber du scheinst nicht die Art von Kind zu sein, die aus Spaß jemand anderen verletzen würde. Rede nicht so, als würdest du mich kennen, obwohl du mich gerade erst kennengelernt hast. Der Moment, in dem ich dich kennengelernt habe, Kobato-chan. Ich sah deine Augen und dachte, dass dieses Kind lange Zeit einsam war. Es reicht, sprich nicht weiter. Ich glaube, sie wird sowieso sterben, selbst wenn ich sie alleine lasse. Also werde ich dir den Gefallen tun und dich das durchgehen lassen. Aber im Austausch werde ich dich holen kommen, wenn du gestorben bist. Shidose! Hey, antworte mir, Shidose! Sie atmet noch. Sie ist nur in Ohnmacht gefallen. Warte nur. Ich werde nach Werkzeugen suchen, die ich benutzen kann, um das zu behandeln. Oh, krass, jetzt sind wir sie. Boah, wow, krass, okay. Ach so. Wow, oder benutze ich nochmal? Ich glaube, ich benutze nochmal eine Water Bottle. Hier wäre auch nochmal... Wartet, welches... Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich 13 oder 14 gespeichert habe. Ich muss 8 aufbewahren, 10, 13 oder 14. Weiß ich nicht mehr genau, weil da auch so eine Entscheidung war. Da könnte man dann auch nochmal gucken, ob sich was verändert. So. Was? Ich muss nach Werkzeugen suchen, die ich benutzen kann, um das zu behandeln. Jetzt ist also wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, um erschöpft zu sein. Da hast du natürlich recht. Weiter geht's. Also. Boah, hier ist auch Blut. Ich guck mal, was hier drüben ist. Oh! Ah, Herzfragment, das 11. Was? Hier komme ich nicht weiter? Okay, dann schaue ich mal hier unten. Wir sollten auf jeden Fall aufpassen und speichern, bevor wir das 12. Herzfragment nehmen. Weil ich mir wirklich absolut vorstellen könnte, dass das auf jeden Fall einen Unterschied macht bei den Enden. Ob man alle Herzfragmente... Ach du Schande, ein Rätsel. Ein Rätsel. Nein, und das sieht auch noch kompliziert aus. Beziehungsweise langwierig. 13 oder 14, ich glaube... Nee, 15... Nee, ach so, 15, ja. Okay, überspreche ich. Also, ich kann ja so zum Beispiel schon mal machen. Und hab's schon direkt vermasselt, oder? Ja, natürlich. Ich bin der Hammer, ich gehe mal wieder raus und wieder rein. Also, hier habe ich ja keine andere Wahl. Alter, was mache ich denn da? Das war jetzt aber wirklich ein Versehen. Ich wollte da nicht gegenlaufen. Also, Vorsicht. Gehe ich erstmal hier lang. Okay, weil dann kann ich das hier machen. Und kann das hier rüberschieben. Und, wartet. So. Ja. Lustig, lustig, tralalala, würde ich sagen. Ich mache erstmal das hier nach oben und hole mir das. So. Jetzt könnte ich so machen. Und das kriege ich dann dahin. Ja, nein, halt. Ja, aber fast. So. Und dann so. Na gut, ist alles gut gegangen. So ein Glück. Tada! Die Türen haben sich geöffnet. Mann, das war aber mal ein großer Mechanismus. Liegt da etwas voraus? Nein. Ist alles ganz sicher hier. Da ist jetzt natürlich die Frage, was ist interessanter erstmal zu untersuchen? Das sieht nützlich aus. Ah, okay. Wir haben eine Decke erhalten. Sehr schön.
Wow, sorry, war keine Absicht. Was haben wir hier? Die weltweite Kollektion weiser Sprüche. Manchmal kannst du nicht voranschreiten, wenn du dich nur auf Orte konzentrierst, die du sehen kannst. Hä? Ach, ist das mal wieder ein Mach den Raum auf beiden Seiten gleich Rätsel? Ich glaube, das sieht sehr stark danach aus. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir auch nochmal rüber. Und hier müssen wir die Decke hinlegen. Damit müssen wir irgendwas machen. Ein köstlicher gegrillter Fisch, den essen wir. Er scheint immer noch frisch zu sein, also ist es wohl okay, wenn ich ihn esse. Aber auf jeden Fall, es muss ja auch gleich aussehen. Und hier muss noch eine Memo hin. Das ist die weltweite Kollektion weiser Sprüche. Das hatten wir ja schon. Ach so, ich habe das noch nicht ganz. Das sehe ich jetzt erst. Jetzt sieht es eigentlich ziemlich gleich aus. Aber vielleicht hat das noch eine Bedeutung mit diesem sich konzentrieren auf Dinge, die du siehst. Auf Orte, die du siehst. Ich speichere nochmal. Könnte man noch was verändern? Das kann ich öffnen und schließen. Das ist gleich. Das ist gleich. Dinge, die du siehst. Wie kann das gemeint sein? Forward by focusing only on places you can see. Hä? Kann ich die beide zumachen? Ich probier's nur mal kurz. Nee. Huch. Ah, das kann man aber auch wieder mitnehmen. Interessant. Sehr interessant. Und das kann man auch mitnehmen. Hä? Ich leg mal doch wieder hin. What? Ich wollte es doch hinlegen. Das ging so schnell. Tja, ich weiß auch nicht. Es sieht jetzt gleich aus, aber es passiert ja nichts. Ich guck mal, ob was passiert, wenn ich oben dann rausgehen will. Oder ob sich hier irgendwas verändert hat. And places you can see. Ich verstehe nicht, wie das, also worauf das Rätsel hinaus will. Was ist denn hier? Wieso kann ich denn nicht weiter? Das ist voll unlogisch. Ich guck nochmal hier oben. Okay, das kann ich auch nicht mehr verstellen. Ja, ja, da wollen wir durch. Ich guck einmal, ob bei ihr sich jetzt was verändert hat. Aber das sieht nicht so aus. Ja, ich brauche Werkzeuge. Ich brauche Werkzeuge. Kann natürlich sein, dass ich wieder was ganz Bestimmtes untersuchen muss in dem Moment, wo ich was ganz Bestimmtes anderes getan habe. Das kann ich nicht ausschließen. Die Frage ist, was? Okay, die lassen sich jetzt auch nicht mehr bewegen. Ist ja auch eine wichtige Info. Dinge, die du nicht sehen kannst. Was ist denn gemeint? Ich drücke hier schon überall. Oh! Okay, das Gemälde eines Schlosses wurde hier zur Dekoration aufgehängt. Aber wessen Werk ist das, frage ich mich. Aha. Okay, dann gucken wir jetzt mal auf der anderen Seite. Das ist ja, naja, ein bisschen doofes Rätsel, finde ich. Oh nein, nein, nein! Ach so, man kann es... Okay, das ist okay. Ich dachte, es wäre eines dieser Rätsel, wo man... Okay, jetzt muss ich aber mal kurz nachdenken. Also Himmel kommt ja wohl hier oben hin und Wald da irgendwo unten. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ich glaube, es ist nur falsch angeordnet. Ja, nee, so wird das nichts. Da ist noch Himmel. Und das, ist ein Berg. Das sieht doch ganz gut aus. Und das kommt dahin. Ja. Nicht schlecht.
Aber grundsätzlich ist da noch irgendwas nicht ganz okay. Ich glaube, diese ganze rechte Reihe muss leider einmal nach links. So ein Mist aber auch. Das heißt, ich muss... Nee, ich weiß. So, jetzt muss das dahin. Ich hab's gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Bing bong. Puh, endlich geschafft. Warte mal, das ist aber jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um Puzzle zu machen. Ja, aber dafür kriegen wir ja irgendwas. Was? Es ist plötzlich ganz dunkel geworden. Oi. Hä, wo bin ich, dieser Ort? Verdammt, Cheetos ist doch in Gefahr. Ja, was treibst du denn dann da? Momentchen. Nicht, dass da irgendwas... Nee. Ah, alles klar, hier sind Lampen. Diese Stimme. Ist diese Person in der Nähe? Oh, da. Wenn ich mir die Wand hier so anschaue, da ist ein Riss drin. Oh, voll der Zufall. Oh, zwei Hammer sind runtergefallen. Na, das sieht doch mal nützlich aus. Hammer erhalten. So, dann benutzen wir mal die Hammer. Und dann machen wir einfach mal die Wand kaputt. Wir haben jetzt ein Loch in der Wand. Eine lange Treppe. Oh, ja. So viele Treppen zu steigen, ist sogar für mich tough. Oh, der Schrei einer Katze? Ah. Wie zu erwarten war, dieses sanfte Herz des Mädchens hat diese Tragödie über uns gebracht, hm? Was? Eine sprechende Katze? Auch wenn jemand wen anders als wertvoll erachtet, ist es nicht unbedingt wahr, dass die andere Person die gleichen Empfindungen hat. Von Anfang an empfand ich keine Emotionen von diesem schwarzhaarigen Mädchen. Kleines Mädchen, das schwarzhaarige Mädchen? Könnte es vielleicht sein, dass du von Chitose und Kobato redest? Korretast? Sorry. Was auch immer der Fall ist. Die einzige, die dafür sorgen kann, dass dieses... Was? Die einzige, die dafür sorgen kann, dass dieses kleine Mädchen versteht, bist du und niemand anderes. Denn wenn dieses schwarzhaarige Mädchen einfach so zurückgelassen wird, wie sie jetzt ist, wird das kleine Mädchen ihr Leben verlieren. Das verstehe ich bereits. Ich werde diejenige sein, die Chitose rettet. Wie auch immer, dieses Mädchen ist wirklich anstrengend auf viele Arten. Denn sie ist in der Lage, andere Menschen zu verletzen, ohne dabei etwas zu empfinden. Ja, als sie Chitose erstochen hat, hatte sie überhaupt keinen Gesichtsausdruck, ein ganz kaltes Gesicht. Wenn sie wirklich keine Emotionen empfindet, wieso ist Chitose dann so jemand wichtig? Jedenfalls, wir haben keine Zeit. Du musst weitergehen. Diese Person ist dort vorne. Oh, hey, da kommt ja Blut aus dir. Ah, ich habe nur ein bisschen mit einem Vogel gespielt. Keine große Wunde. Wer zur Hölle bist du? Ich bin nur eine ganz normale, freilaufende Katze. Naja, also in der üblichen Gesellschaft würde man eine Katze, die spricht, nicht als normal bezeichnen. Dann bin ich eine nicht normale Katze und ich werde dir einen Tipp geben. Wenn diese Person auf Löchern steht, solltest du am Hebel ziehen mit sehr viel Kraft. Wenn du das hinbekommst, bist du vielleicht in der Lage, diese Person zu besiegen. Okay, also am Hebel ziehen, wenn Kobato auf den Löchern steht, hm? Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich habe einen alten Körper. Es tut mir leid, aber ich werde das alles dir überlassen und gehe meinen Weg. Es heißt nun auf Wiedersehen, junges Ding. Und was Chitose betrifft, ich zähle auf dich. Jo, wer war das, ehrlich, diese schwarze Katze? Jedenfalls, im Namen von Chitose, wie die Katze sagte, gibt es keine andere Wahl, als weiterzugehen. Ich will nur mal gucken. Hat sie irgendwo irgendwas zurückgelassen? Ah, da ist sie tatsächlich. Wartet mal. Nee. Ah, ich nehme noch mal eine hiervon. Und dann mal gucken, was passiert, wenn ich mit ihr rede. Wie kann das sein? Sie ist tot. Ach so, sie ist tot. Ich dachte, man könnte doch noch mal mit ihr reden. Also war sie doch verletzt.
Aber das heißt, wir haben sowieso kein 12. Herzfragment gefunden. Das ist irgendwie schlecht. Weil ich weiß dann nicht, wo das letzte ist, wenn wir das irgendwann bekommen wollen. Weil es sieht ja momentan nach Ende aus. Ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl. Na gut, ihr Lieben, an der Stelle machen wir einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Amayado Bus Stop wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.